heiß ist es am 4. August 1881 im südspanischen Sevilla. Überlieferungen zufolge werden dort an jenem Tag 50 Grad Celsius gemessen. Das wäre der europäische Spitzenwert, den wir allerdings in Kürze einstellen werden. Am 4. August 2007 schickt die NASA zur Erforschung des Planeten Mars ihre Raumsonde Phoenix ins All. Phoenix landet schon im Mai des folgenden Jahres auf dem roten Planeten und sendet dann bis Ende 2008 Signale zur Erde. Und das geschah in Österreich. Am 4. August 1932 holt Alan Müller Preis bei den Olympischen Spielen in Los Angeles für Österreich die erste und einzige Goldmedaille im Fechten. Es wird nicht der letzte Erfolg in der langen Karriere des Fechtasses bleiben. Alan Preis war eine große Grande Dame im österreichischen Sport, nicht nur im Fechtsport, sondern im österreichischen Sport. Und vor allen Dingen der Hintergrund, sie war ja Deutsch-Österreicherin. Sie ist in Berlin geboren. Der Papa war Steirer, die Mutter war Rheinländerin. Und ihre große Liebe, ehe wir zum Fechten kommen können, kommen wir auch zu meinem Spezialgebiet, war Leichtathletik. Sie war als Junge, so bis 10, 12, 13, 14 Jahren, war sie ganz erfolgreiche Leichtathletin in Berlin. Und dann gab es eine Tante, die Tante Wertnick, das war eine große Fechtmeisterin. Und die war mal in Berlin zu Besuch. Und dann hat die mit 16 Jahren so Feuer gefangen fürs Fechten. Und hat dann so lange die Mama überredet in Berlin, dass sie mit 16 Jahren nach Wien gehen durfte, um Fechten zu lernen. Dann kam sie eben nach Wien 1928. Und war offensichtlich ein großes Talent. Und die Tante hat sie wirklich sehr schnell im Florettfechten, zumindest in Österreich, an die Spitze gebracht. Preis beginnt mit dem Fechtunterricht, trainiert hart und wird nur ein halbes Jahr später österreichische Staatsmeisterin. 1931 wird sie Dritte bei den Europameisterschaften in Wien. Im Jahr darauf stehen die Olympischen Spiele in Los Angeles an. Und man muss sich das ja heutzutage vorstellen. Das war ja eine lange, lange Reise. Mit dem Zug ging es erstmal nach Erfurt oder Leipzig. Weiß ich jetzt nicht, ich glaube nach Erfurt. Dann mussten sie umsteigen mit dem Zug nach Bremen. Und dann ging es mit dem Schiff halt weiter. Und in Bremen war die große Überraschung, dass die Mutter aus Berlin gekommen war. Gerade noch rechtzeitig, weil sie einen Platten hatte mit dem Auto. Und dann zeigte sie den großen Hufnagel. Den hat sie deren Tochter noch mitgegeben als Glücksbringer auf die Reise nach Los Angeles. Als Doppelstaatsbürgerin will Preis eigentlich für Deutschland an den Spielen teilnehmen. Doch der deutsche Verband lässt sie abblitzen. Glück für Österreich. Die erst 20-Jährige fährt mit dem Ozeandampfer in die USA und kommt mit der Goldmedaille nach Hause zurück. Dann ist sie mit dem Athletenbus, oder wie, ja, muss ein Bus gewesen sein, oder vielleicht sogar ein eigenes Auto, in die Fechthalle gefahren und war überwältigt, wie riesig diese Halle war. Und sie konnte sich gar nicht vorstellen, das war beim Training, da waren schon sehr viele Zuschauer drin, hat sie trainiert. Und sie war ganz alleine dort. Nicht? Ihre Tante war natürlich nicht mitgefahren als Betreuerin. Und alle anderen hatten Betreuer. Und sie war eigentlich Mutterseelen allein. Die Vorrunde war damals für sie kein Problem. Sie war ja natürlich eine Weltklasse-Fechterin. Dann kam der Tag der Entscheidung, ein Ruhetag. Und dann kam der Tag der Entscheidung. Und sie hat immer erzählt, wie unglaublich nervös sie war. Also sie hat einfach die Nerven verloren. Und wenn man dann ihre Schilderung hört, kann man gar nicht denken, dass sie dann später Olympiasieger wird. Sie hat gleich das erste Gefecht gegen eine Holländerin verloren. Und gegen die hatte sie nie vorher verloren. Da sagt sie, um Gottes Willen, jetzt ist alles vorbei. Wenn ich gegen die De Boer verliere, habe ich keine Chance mehr. Und der entscheidende Kampf war dann gegen Heather Guinness. Und der war unglaublich dramatisch. Das war schon spät am Abend dann und das stand auch dann 3:3. Und kurzum, am Ende gewann die Alan Preis mit 5:3. Es folgen Bronzemedaillen bei den Olympischen Spielen 1936 in Berlin und 1948 in London. Darüber hinaus gewinnt Preis 8 Medaillen bei Weltmeisterschaften und insgesamt 21 nationale Meistertitel. 1949 wird sie die erste Sportlerin des Jahres. Außerdem hält sie bis heute mit 5 Teilnahmen an Olympischen Sommerspielen den Rekord unter Österreichs Sportlerinnen.